Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und euch wieder für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, beziehungsweise gleich um drei Erfolge, die wir einmal finden können und erkunden und dann Dracheninseln. Und ja, für diese Erfolge müssen wir immer ein paar Samen sammeln. Und zwar, was haben wir hier? Wir haben einmal die Smaragdfülle, dann wer sät der erntet und die Saat, die ich sähe. Für alle diese drei Dinger müssen wir ein paar Samen beisteuern und zwar insgesamt hier 10, da 50 und da 100 Stück. Und diese Samen kriegen wir in einer neuen Zone und zwar Smaragdgrüner Traum. Das betreten wir hier über dieses Portal in der Ebene von Onara und das ist die neue Zone aus Patch 10.2. Hier ist es so, dass wir in der ganzen Zone verschiedenste Samen kriegen können und zwar haben wir hier kleine Traumsamen, dann pralle Traumsamen und dann haben wir noch so große epische, aber die habe ich aktuell schon alle ausgegeben. Und diese Samen, hier gigantischer Traumsamen, da sieht man es auch in der Übersicht, diese können wir bei so Smaragdfüllen ausgeben. Dafür müssen wir aber erst einmal Ruhm 2 erlangen, also die zweite Ruhmstufe erspielen, was jetzt nicht sonderlich hoch ist. Und ich meine, ihr müsst auch noch eine Quest hier oben spielen, wo ihr quasi lernt, wie das mit diesen Samen quasi läuft, ne? Sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr diese Samen, diese Smaragdfülle mit Samen füllen. Wichtig ist hier anzumerken, ihr kriegt diese Grundsamen in der ganzen Zone. Am besten könnt ihr sie farmen bei der Superblüte. Die ist jede Stunde zur vollen Stunde und da läuft ein Baum so eine Route, wenn dann links oder rechts rum und ihr kriegt relativ gut die bei den Mobs, die ja während des Weges spawnen und am Ende gibt es dann auch noch einen Boss, da kriegt ihr meistens auch noch einen Samen raus und es gibt noch einen Balken, den ihr auffüllen könnt. Umso höher den Balken auffüllt, umso mehr Säcke bekommt ihr und da sind meistens auch noch die ein oder anderen Samen drin. Genau, so viel dazu. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Und zwar, wir sehen auf der Map dann immer den nächsten, diese nächste Smaragdfülle und da könnt ihr quasi hinfliegen und dementsprechend, ja, hier das auffüllen. Oh, ich habe vorhin anscheinend vergessen, hier das Ding zu looten. Das können wir jetzt gleich mal machen. Und ja, wie sieht es aus? Also wir haben jetzt eine Smaragdfülle, die ist noch nicht aktiviert und jetzt gehen wir einfach her und pflanzen unseren Samen ein, ja. Das castet hier ein bisschen. Und sobald es durch ist, können wir das Ding nämlich auch anklicken. Jedes Einpflanzen bringt uns quasi plus 1 bei dem Achievement. Ja? Die Sachen kriegt man wirklich oft. Also vor allem die grünen als auch die blauen Samen. Und jetzt ist es so, dass wir den Samen schon hier beigesteuert haben. Und wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, auch noch so ein bisschen Tautropfen beizusteuern. Dann wird der Loot von dem Beutel besser. Ich kann das jetzt mal hier kurz machen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel auf 50 hochballern, dann kriegen wir nämlich hier keinen grünen Beutel, sondern nochmal einen höheren und zwar einen blauen. Es ist so, dass man aus den Smaragdtau zusätzlichen Beutel eher Materialien rauskriegt und eine niedrige Chance hat, einen Mount zu kriegen. Diese Samenbeutel, der grüne gibt Temok, der blaue Samen gibt quasi eine Chance auf Pets und der epische eine Chance auf Mounts, ne? Also so vielleicht so als kleine Erinnerung. Genau, also so sieht es aus und sobald dann hier die Zeit rum ist, insgesamt 3 Minuten, könnt ihr dann quasi euren Loot rausholen. Mit ein bisschen Glück kriegt ihr das ein oder andere Gute, was ihr haben wollt und dann könnt ihr zum nächsten weiterfliegen. Ihr seht immer auf der Map den nächsten aktiven Smaragdsamen. Also wenn der jetzt aus ist, dann sehe ich, wenn dann hier irgendwo in der Umgebung den nächsten. Also ihr findet die relativ leicht. Was ihr auch machen könnt, ist, wenn jemand schon so einen Samen aktiviert hat, dass ihr mit hinfliegt und da quasi auch noch mit was beisteuert. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich packe mal schnell meinen anderen Account mit rüber. Also ihr seht, den habe ich mit meinem Main schon aktiviert. Und jetzt kann ich hergehen und hier auch draufklicken und sagen, okay, ich steuere auch einen Samen bei. Und dann seht ihr, dann habe ich jetzt hier einen Haken dran, also da bin ich quasi auch mit dabei. Und ich steuere hier auch Tau bei, dann bin ich auch hier dabei. Das müsste eigentlich auch fürs Achievement zählen. Und das Achievement ist auch tatsächlich, oder alle Achievements sind Battle.net-Account gebunden. Heißt, wenn dieses blauen Balken hier oben drauf hat, dann ist es so, dass ihr dementsprechend mit allen euren Chars auf dem Account quasi hier zusteuern könnt und dementsprechend, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit 4 Accounts aktiv bin und jeweils einen Samen mit denen reinpacke, habe ich schon mal plus 4. Bedeutet, ich habe das Achievement relativ schnell fertig bekommen. Bei euch wird es wahrscheinlich tatsächlich nicht anders sein. Wenn ihr halt dann einfach ein bisschen hin und her loggt,
mit ein paar Chars vielleicht die Samen farmt, dann kriegt ihr das relativ zügig. Die Qualität ist für das Achievement egal, ne? Also ihr seht, die Icons sehen hier jetzt zwar aus wie die grünen, blauen und lila Samen, ihr könnt aber alles auch mit grünen Samen machen. Wenn ihr natürlich dann im Nachgang bessere Belohnungen haben wollt, dann solltet ihr natürlich die besseren Samen einpflanzen und dementsprechend dann den Loot ein bisschen verbessern. Gut, jetzt warten wir noch die letzten paar Sekunden ab, dann holen wir noch den Loot raus. Wir können jetzt hier theoretisch das noch ausmaxen, ne, auf insgesamt 100, dass wir dementsprechend da noch ein bisschen was Besseres aus dem zweiten Sack rauskriegen. Der gute Loot kommt aber eh aus dem ersten, also den bestimmt ihr den Samen. So, das ist jetzt gespawnt, das können wir jetzt aufmachen. Und, oh, ich habe einen Tiermog-Teil gekriegt, sehr schön. Die sind übrigens auch Battle.net-Account gebunden, heißt, solange die auf eurem Battle.net-Account sind, die Chars, könnt ihr das rüberhandeln. Oder wenn ihr, wie die meisten Leute, wahrscheinlich einen Account habt, dann müsst ihr das halt per Post verschicken. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.